Guten Abend. Auch wenn sich heute herausgestellt hat, dass die Bluttat in München ein Amoklauf und kein islamistischer Terror war, dennoch bleibt bei vielen das Gefühl, dass die Welt rund um uns aus den Fugen gerät und nicht mehr sicher ist. Die Welt in Bewegung war dazu der unaufgeregte Titel eines besonderen Forums heute in Reiding, des Weltreporterforums. Renommierte Journalisten und Auslandskorrespondenten aus dem In- und Ausland haben dabei die aktuellen Ereignisse genauer unter die Lupe genommen. Etwa 160 deutschsprachige Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten zählt der Zusammenschluss der Weltreporter. Ihr Jahrestreffen haben sie heute in Reiding abgehalten. In den vergangenen Jahren wurde das Reporterforum in Metropolen wie Berlin und Rom durchgeführt. Dieses Mal wurde ein beschaulicher, aber dennoch geschichtsträchtiger Versammlungsort gewählt. Diesmal haben wir gedacht, machen wir es in einer kleinen Gemeinde wie Reiding. Und vor allem deshalb, weil das liegt ja am ehemaligen Eisernen Vorhang an der Grenze. Uns betrifft das heutige Thema Welt in Bewegung, Flüchtlinge, Probleme, die Leute auch hier betrifft. Deswegen Reiding. Korrespondenten vor Ort erleben die Realität und müssen rasch und objektiv berichten. Eine Herausforderung, vor allem bei kriegerischen Handlungen. Ich glaube schon, dass eine gute Geschichte auch eine Geschichte ist, bei der man eben nah dran sein muss. Ja? Und für mich sind eigentlich die guten Geschichten die Geschichten, wenn sich jemand hier im Fernsehsessel zurücklehnt und die einfache und simple Frage stellt, wie würde ich mich in dieser Situation verhalten? Was würde ich in dieser Situation denken? Zum Beispiel in irgendeiner Kriegssituation. Ich glaube, das sind die eigentlich guten Geschichten. Und dafür muss man, glaube ich, ganz nah dran, nicht an der Sache sein, sondern an den Menschen sein. Hasnain Kasimwal, Spiegelredakteur, lange in der Türkei tätig. Er wurde bedroht und letztendlich vom Regime Erdogans mit einem Berufsverbot belegt. Jetzt, nach der Niederschlagung des Putsches, fürchtet er, dass Erdogan mit aller Härte gegen die Opposition durchgreifen wird. Also es ist so, dass man versucht, Angst zu schüren. Die Leute sollen mundtot gemacht werden. Und Erdogan sagt ja immer, die Verräter sollen verhaftet werden, sollen zur Rechenschaft gezogen werden. Aber es sind nicht Landesverräter, die da zur Rechenschaft gezogen werden, sondern alle Kritiker. Er nutzt einfach die Situation, jeder, der ihn kritisiert, in irgendeiner Form einzuschüchtern und mundtot zu machen. Die Welt ist in Bewegung. Das nächste Korrespondententreffen soll nicht am Land abgehalten werden, sondern in einer Großstadt in Japan. Stefan Schinkowitsch hat für uns das Weltreporterforum verfolgt.